Das Freie Radio für Stuttgart präsentiert Nachtzug nach Hamburg mit Reiko Schmidt. Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1907. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich kann euch sagen, Reykjavik ist eine der entspanntesten Hauptstädte der Welt, die ich bisher überhaupt kennenlernen durfte. Es ist einerseits klein und beschaulich, es hat nicht mal 200.000 Einwohner. Andererseits ist es natürlich auch spektakulär, wenn man so in der Stadt ist und zum Wasser runterschaut, über den Hafen blickt und auf der anderen Seite die schneebedeckten riesigen Berge sieht. Eine ganz besondere Atmosphäre und durch die Lichtverhältnisse, dass der ganze Tag eigentlich so von den Belichtungsverhältnissen ist wie Sonnenuntergang, das färbt den Schnee in so einen leichten Rotton unglaublich schön. Und dann kann man so am Hafen ein bisschen langlaufen, da gibt es dann das relativ neue Konzertgebäude, das nennt sich Harpa, da kann man unten auch ein paar Souvenirs drin kaufen und irgend so eine Experience mitmachen. Jedenfalls läuft man dann immer am Wasser entlang in die Richtung, dass das Wasser praktisch rechts von einem liegt und kommt dann in den älteren Teil der Hauptstadt. Nicht die Innenstadt, da wo natürlich auch viele ältere Häuschen stehen, aber auch viele Neubauten, aber dort ist es noch ein bisschen ursprünglicher. Das sind diese ganzen bunten kleinen Häuschen, die so aussehen, als wären sie aus Wellblech konstruiert und man fragt sich, wie die das mit ihrer Einfachverglasung bei diesen rauen Wintern da aushalten. Andererseits, wenn man weiß, dass unter jedem zweiten Haus eine heiße Quelle ist und Energie praktisch kostenfrei zur Verfügung stellt in unbegrenzter Menge, dann erklärt sich so einiges. Unter anderem erklärt sich damit auch der Springbrunnen vorm Konzertgebäude, der gestern trotz Minusgraden natürlich nicht gefroren war. So einen Luxus kann sich sonst ja niemand leisten. Aber dann läuft man durch diesen Teil und kommt an ein innerstädtisch gelegenes Binnengewässer, was jetzt natürlich zur Freude aller zugefroren ist, sodass man da auch prima drüber abkürzen kann. So, wer so ein bisschen Hamburg kennt und die zugefrorene Alster, der weiß so ein bisschen, was ich meine. So ein innerstädtisches großes Gewässer, was dann einfach begehbar ist, was wahrscheinlich nicht nur die isländischen Touristen, sondern auch die Einwohner wunderbar genutzt haben. Auch wir haben die Gelegenheit genutzt, uns mal kurz draufzustellen. Kommt man dann zu einer, ich sag mal, spektakulären Kirche. Spektakulär vom Baustil her, spektakulär von der unglaublichen Nüchternheit, die da drin ist. Und das trifft hier auf mehrere Kirchen zu. Wir waren auch im Dom von Reykjavik, glaubt man gar nicht, dass diese Stadt einen Dom hat. Heißt einfach so, diese mini kleine Kirche direkt neben dem isländischen Parlament, was alles mitten in der Stadt ist und man sieht da keine bewaffneten Sicherheitsbeamten davor, sondern das steht einfach so in der Stadt, das Parlament macht es sehr sympathisch aus meiner Sicht und auch dieser Dom war innen drin mehr als nur nüchtern, aber sehr, sehr schön. Also es hat halt so eine Anmutung, man kommt da rein, es ist schlicht, man kommt runter, es ist nicht so dieses goldüberbordende, vollgemalte, wie man das so aus diesen barocken Kirchen kennt, sondern sehr einfach gehalten, genau mein Style. Jedenfalls kommt man dann zu der Kirche, die ich eingangs beschrieben habe, und da man sich unter spektakulär immer alles und nichts vorstellen kann, habe ich euch ein Bild auf der Nachtzug-Repräsentanz bei Facebook hochgeladen, nicht nur eins, mehrere. Da könnt ihr euch ein Bild von dieser Kirche machen und da setze ich auch ein paar Innenansichten des Doms von Reykjavik rein, damit ihr das Wort nüchtern nochmal buchstabieren könnt. Und vielleicht findet ihr es ja auch ganz schön. Und wenn man dann, so wie ich häufig, sich noch einen kleinen Haarschnitt aus dem Urlaub mitbringt, die Nachtzug nach Hamburg-Hörerinnen und Hörer, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, wissen das, dass ich im Urlaub gerne zum Friseur gehe, um mir als Andenken dann den Haarschnitt mitzunehmen. Da ein sehr nettes Gespräch mit der Friseurin hat, sich auch ein bisschen wundert, nicht wirklich, aber man muss halt einfach wissen, dass in Deutschland, alle beklagen es immer, die Friseure komplett unterbezahlt sind. Dass Menschen, die das Friseurgewerbe ausüben, praktisch nicht wissen, wie sie ihr Alter bestreiten sollen, als junger Mensch schon von der Altersarmut bedroht sind, das alles ist nicht schön und kommt aber daher, weil die meisten Deutschen ganz, ganz geizig sind und das meine ich im negativen Sinne. Da ist man natürlich in Island, in Island,
denkbar schlecht aufgehoben, denn hier kostet ein einfacher Herrenhaarschnitt, so einen wie ich mir auch verpassen lassen habe, um die 50 Euro. Hier wird Arbeit noch wertgeschätzt. Jedenfalls ging es danach zum Flughafen und das hat sich dann nach einem längeren Flug folgendermaßen angehört. Gute Fahrzeuge, willkommen in Newark. Klockan ist 6. Wir sind erst 7:30 Uhr. Spaltet ist auf der Rose, die Spalte losen. Wir haben noch eine Fahrung so lange, dass ein Fahrer gut geht, der auf der Stil. Übersinker im Tank, Flüger auf den Ausgang, wie Flugstöhr Peking. Við vekjum athygli á því að þeir sem halda áfram með flugið þurfa að taka farangur sinn hér á flugvellinum og fara gegnum tollskoðun. Þetta á við jafnvel þótt farangur hafi verið innritaður beint á áfangastað. Við vonum að ferðina hefur verið þægileg og við þökkum ykkur fyrir að velja Íslandir. Verðið sæl. Na, habt ihr verstanden, worum es geht? Wo ich gelandet bin? Wir hören es uns vielleicht mal in der Sprache an, die uns allen doch ein kleines bisschen geläufiger ist. Ladies and gentlemen, welcome to Newark. The local time is 6. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt signs have been turned off. Be careful when opening the overhead compartments as marked that may have shifted during the flight. Alles klar. Nach rund 5 Flugstunden hat mich Iceland Air in New York City abgesetzt und was ich da so alles auf dem Flug erlebt habe, das werdet ihr im nächsten Nachtzug nach Hamburg erfahren, denn das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns dann schon morgen wieder. Euer Reiko. Nachtzug nach Hamburg. Alle Folgen als Podcast und mehr auf nachtzugnachhamburg.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.